Wachtmeister Bird, 9068, warte auf Befehle. Ich denke, dafür ist dein Chef zuständig. Hey, was sind das für Dinger? Die neueste militärische Ausrüstung, DBX-9, Raketenwerfer, neueste Technik. Und warum hast du sie nicht zur Flucht eingesetzt? Weil ich nur begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Sag, wo kommst du her? Ich dachte, Drachen seien schon seit 1000 Jahren ausgestorben. Nun, die Gerüchte über unser Aussterben waren leicht übertrieben. Wir wollten lediglich ein bisschen Ruhe. Nun, wenn du Ruhe willst, dann solltest du meiner Heimatwelt für eine Weile fernbleiben. Ich werde wohl einige Wochen Rhinoxe sprengen. Macht's gut! Da werde ich mir jetzt wohl irgendwoher die Tonspur klauen müssen, weil... Ab dem Ruckler habe ich keinen Ton mehr gehabt. mal gucken. Du speicherst mir zu lang. Ah, dankeschön. Okay. Ich habe die PlayStation jetzt trotzdem mal rumgedreht. Weil die dann doch irgendwie... Ach, fick dich doch. Doch irgendwie ein bisschen besser läuft. Der ist ganz schön ätzend. Trixie! Schöne Farbe. Okay, dann werden wir hier unten auch fertig. Bis auf diesen einen Gedöns da hinten. Weil den kriegen wir jetzt gleich kaputt. Weil hier oben gibt es noch eine kleine Mini-Aufgabe, sag ich jetzt mal. Hier diese allen Blumenkübel kaputt machen. War das so? Oder dafür gab es einen Könnerpunkt? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Mein Kopf hat gerade gejuckt. Da oben sieht man schon den Powerpunkt. Ich glaube, da redet dann wieder die Zoe wieder mit uns. Ja. Was hier oben? Ein Ei. Ei. Modesty. Okay. Das ist nicht so eine schöne Farbe. Okay, hier ist das Sparks Level. Das müsste... Bauernring, genau. Das ist das... Fluglevel. So, ach, da ist noch einer. So, was hat Zoe uns jetzt zu sagen? Hi Spyro, dies ist ein super Feuer-Powerpunkt. Du findest noch mehr davon in allen anderen Welten verstreut. Probier ihn doch mal aus, indem du damit diese ganzen Übertöpfe zerbrichst. Ich habe gesehen, dass ein Rhinox ein Ei in einem von ihnen versteckt hat. Okay. Dann sind das doch die ollen Blumentöpfe. Was war das denn? Das war ja... Ach, da ist es sogar. Matt. Oder Matt. So, 5 von 5 haben wir jetzt schon. Jetzt holen wir uns nochmal diesen Feuerpunkt und dann machen wir hinten dieses Ding kaputt. Wo war das? Wo war doch hier irgendwo? Da. Wir lassen es alle sein. Ah, nein, ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Dreckslevel. Das ist richtiger Müll. Wenn du eine Leiter... Ja, ist gut. Spukende Sümpfe. Das ist halt echt... In Spyro 3 gibt es viel, viel mehr Level, die ich nicht ab kann, als in Spyro 2.
Das hier ist zum Beispiel eins davon. Ah, hier gibt's einen Könnerpunkt, wenn man die Schilder kaputt macht. Meine ich mal. Das Blöde ist nämlich, wir dürfen hier nicht lange ins Wasser, weil da, wie man schon sieht, Piranhas drin sind. Ich meine, wir kriegen dafür einen Könnerpunkt. Die sind auch schon ganz heiß da drauf, uns zu futtern. Drecksviecher. So, kann man hier gegenlaufen? Ja. Aber ich meine, es wären die Schilder gewesen. Der Alligator war fies. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke, dass du mich gerettet hast. Omar, die Feuerfliege. Ja, auf jeden Fall ist hier auch die Aufgabe, diese Dinger, glaube ich, anzumachen. Ja. Okay, du hast keinen Weitschuss. Ich dachte, ihr könntet irgendwie damit zaubern oder so. Ich mag das Level nicht. Das ist so dumm. Du kannst schießen mit deiner komischen Flitsche da, ey. Mag ich echt nicht. Vor allem gibt es ja auch wieder ein Level mit der ollen Sheila. Das ist halt echt so ein richtiges Dreckslevel. Wenn nicht sogar das beschissenste Level im ganzen Spiel. Da bin ich immer noch nicht ganz sicher, weil ich mich nicht an alle Level erinnern kann. Aber warte, das Geräusch kannte ich woher. Dieses Dau. Das waren diese komischen Zwerge aus dem ersten Teil. Die mit der Uhr. Nee, Quatsch, das waren die Fetten da, die so so gemacht haben. Die haben gemacht. Aber es kommt irgendwo aus dem ersten Teil, aber dieses da gibt's glaube ich auch irgendwo. Meine ich mal. Nein, das käme aus dem ersten Teil irgendwo. Also ein bisschen recycelt. Okay, hier gibt's einen Schlüssel irgendwo. Ach ja. So, wenn ich jetzt gleich hier fertig mit Aufnahmen bin, also was heißt gleich, also nachdem ich fertig mit Aufnahmen bin, wollte ich mich mal raussetzen und ein bisschen weiter malen. Ich habe nämlich angefangen zu malen. Da muss ich jetzt nur noch mit einem Fineliner ein bisschen was, also ein bisschen viel was machen. Aber das kann man halt ganz gut draußen machen. Und heute Abend ist es halt nicht mehr so ganz warm, so ganz extrem warm. Und da ist das doch draußen ein bisschen schöner. Ich habe auch am Donnerstag? Nein, Freitag, nachdem ich arbeiten war, war ich noch draußen, habe ein paar Fotos gemacht. Michael oder Michael? Mit seinen riesen Zähnen. Bin ich mal gespannt, wie die werden. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich jetzt noch irgendwas an dem Film machen soll oder nicht. Also ob ich den nochmal einlegen soll oder ob ich den einfach mal so entwickeln lassen soll, ohne irgendwas dran zu machen. Muss mal gucken. Da sind halt schon Bilder drauf, wo ich halt irgendwas dran machen wollte. Aber sind halt auch Bilder drauf, wo ich nichts machen will. Aber man kann halt nur im Ganzen, ne? So, der Olle
Fettsack ist wieder da vorne. Die erinnern mich ein bisschen an diese, an die Bäume aus dem ersten Teil, diese, die so mit dem Arsch so hin und her gewackelt haben und dann auf einen zugekommen sind. Bei, fuck, wie hießen die? Beastmasters in dem, in der Oberwelt. Da gab's die. Die Tür ist fest verriegelt. Nur die Kraft der Edelsteine kann hoffen, sie zu verschieben. Mhm. Aber halt bloß den Mund, genau. Welch weise Wahl. Das bedeutet mehr Eier für dich und mehr Edelsteine für mich. Das Beste von allem, Spyro, ich muss nicht mehr in Versen sprechen. Welch große Erleichterung. Psst. Mit seinem Monokel. Jo, direkt eine auf Fressbrett gekriegt. Ich freue mich eigentlich auch morgen wieder aufs Arbeiten irgendwie. Weil ich weiß, was ich morgen machen werde. Und das ist halt einfach Hirn ausschalten. Und einfach tun. Ich muss mir Schilder aus. Fuck you. Drecksvieh. Schilder ausdrucken und auf andere Schilder draufkleben. Und da braucht man nicht viel Hirn für. Ich mag sowas. Ach, meine Fresse, ey. Wer hat mich denn da eben jetzt runtergeschossen? Geschossen. Wow. Och, nur Spyro. Weil du kleiner Pisser da nicht dran gehen wolltest. Und das ist unfassbar. Ich war eindeutig. War ich da dran? So. So. Da stand noch ein Schild. Steht das Schild? Achso, es war auf der anderen Seite. Dann laber du mich erstmal voll. Du bist tapfer, Drache. Viel tapferer als ich. Hier, nimm das blöde Ei. Dankeschön. Glänzi. Telon. Telonius. Telon. Keine Ahnung, komischer Name. Warum steht das da unten wieder, weil ich gestorben bin, oder was? Ist nicht dein Scheiß Ernst. Okay, dann machen wir erstmal das hier, weil das ist kacke. Die Teelampen leuchten. Jetzt verrate ich dir das Geheimnis, was sich in diesem Haus verbirgt. Ein unheimlicher Zauberer lebt dort, aber hasst das Licht. Er ist erwacht. Er schwor, zu zerstören den, der die Lampen anzündet. Besser du als ich. Verwende die Bomben des Zauberers gegen ihn, weicht den Alligatoren aus. Ach ja. Das ist, glaube ich, der, der einen Schlafanzug anhat. Jo. Okay, wir müssen die weg. Dingsen. Komm, mach hin. Das kenne ich auch irgendwo her. Scrabble. Wo war das her? Wo war Scrabble her? Scrabble. Scrabble! Das war auch irgendwo aus dem ersten, glaube ich.